Mein Name ist Gleckmeier und ich bin der schnellste GTA-RP-Spieler der Welt. Und das gilt nicht nur fürs Rennen. Viel Spaß mit dem Video. Bitte abonnieren und liken. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal Pedila mobben oder sowas. Guck mal, mein Name hier auf dem Server. Obergeil. Ich weiß gar nicht mal, wann ich das gemacht habe. Ah, mal gucken, ob hier irgendjemand da ist. Hallo. Hallo. Ja? Was machst du hier? Ich sehe so. Bist du beim PD? Nein. Okay, habe ich mir gedacht. Was machst du dann hier beim PD? Ich darf doch hier sein, oder nicht? Nein, darfst du nicht. Wer sagt es? Ich. Ne. Jetzt verpiss dich hier raus. In einer ziemlich schnellen Geschwindigkeit, bitte. Nope. Hey, wohin? Ich geh nicht raus. Versuchst du vor mir abzuhauen? Ja. Hm. Ich geh nicht raus. Du gehst raus, wenn ich das sage. Fall. Nein, es gibt keinen Grund, dass ich raus muss. Matteo, kannst du ganz kurz kommen? Er kann zwar kommen, aber kann er mit dieser Geschwindigkeit mithalten? Eine äußerst schnelle Geschwindigkeit. Ich werde dich dahin befördern, wo der Pfeffer wächst. Fuck, ich bin im Wasser. Ja, okay, jetzt komme ich hier selber gar nicht mehr zurück. Voll verarscht. Auch im Wasser besitze ich eine ziemlich schnelle Geschwindigkeit. Wir sehen uns. Wen fuck ich jetzt als nächstes ab? Man kann hier farmen, ne? Also ich sag einfach, ich will hier farmen, so. Geht. Was ist so ein Kind bei ihr im Hintergrund? Bei welcher Fraktion bist du? Wie bitte? In welcher Fraktion bist du? Gar keine. Mitarbeiter, welcher Fraktion? Gar keine. Ich wollte einfach nur ein bisschen sammeln. Dann machst du den doch. David, lass ihn in Ruhe. Was für, lass ihn in der Ruhe? Zivi ist am nächsten auf der Route zu suchen. Ich will nur ein bisschen sammeln. Eigentlich müsstest du in der Fraktion sein, die auf Routen eingekauft sind, um hier zu sammeln. Guck mal auf deine Karte. So. Bei mir war der Tod! Guter Versuch. Ey, bei mir war der Tod. Der lag da und dann ist er auf einmal aufgestanden. Vor allem er so, guter Versuch. Okay. So, die sind immer noch da. Jo. Runter, bitte. Kann man hier nicht farmen? Nein. Eigentlich nur, wenn du in der Fraktion bist. Ja, aber ihr könnt mich doch einfach lassen. Ihr verliert ja nichts davon. Ja, aber dann bekommen wir ja Stress. Ich sag einfach, ich habe euch angelogen. Ihr Route gehört Golf. Seid ihr Golf? Nein, wir sind nicht Golf. Bleib stehen, bitte. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja. Was machst du hier? Sammeln. Sammeln? Achso, sammeln. Ja. Ich muss dich jetzt bei der Polizei abgeben. Warum? Ja, weil das ist ja nicht legal. Darf man gar nicht mal. Ja, wo ist denn dein Dienstfahrzeug? Ich bin ohne. Das ist voll scheiße, deswegen. Ich muss jetzt laufen. Naja, du müsstest aber ein Dienstfahrzeug oder irgendwas haben. Oder eigentlich seid ihr ja mit mehreren Kollegen. Jein. Oh, da ist ja mein Kollege. Geil. Ich hab sie erwischt. Sehr gut. Die suchen wir schon lang. Ja, ich hab die da beim Sammeln erwischt. Die sammelt da schon die ganze Zeit. Das geht schön in den Knast. Hallo? Ja? Warum hast du Drogen dabei? Ja, du hast mich dort durchsucht. Also, du wisst das doch, oder? Ja, aber warum? Warum machst du das? Ja, warum nicht? Hör mal auf! Aufhören mit Drogen. Ihr könnt anständig sprechen. Ich spreche auch anständig, oder? Aber du bist kriminell! Ja, und? Du bist hasskriminell. Wer, für wen sammelt, mich selber? Hör auf damit, ey. Ist doch gar nicht mehr. Hallo, Frau? Was ist denn? Wir müssen dich jetzt in den Knast reinmachen. Ja, das hast du schon 10-mal gesagt. Chill mal, Alter. Chill mal, Junge. Wir müssen jetzt... Komische Bedila seid ihr. Ja, selber. Du musst nicht so frech werden. Die Frau, hast du einen Freund oder sowas? MP? Ich glaube nicht, dass sich das interessiert. Doch. Will fragen einmal nur, aber fragen. Oh, an die Wand hier, an die Wand. So. Hallo. Was ist denn immer... Du musst jetzt ein Foto machen jetzt, hallo. Das überhaupt nicht machen. Dreh dich jetzt einmal wegen dem Foto, hallo. Wegen Knast. Oder es knallt. Ist mir egal. Boah, ne, sag mal, habt ihr irgendwie oder es knallt. Es knallt! Was seid ihr für Bediener, mal ganz ehrlich? Du bist selber ein Bediener. Ist mir scheißegal, ich töte dich gleich, ist mir scheißegal. Ich geh nach oben. Ja, dann geh bitte nach oben. Ich geh nach oben. Guck, jetzt ist die umgedreht. Okay. Schnell Foto machen. Ihr habt doch echt Langeweile, oder? Foto, haha, Foto. Zeit für ein Selfie. Ja, schön. Komm, für dich. Ich nehme dich jetzt erstmal mit. Hey, disconnected. Hey! Guck mal, die hat eine Glatze gekriegt. Irgendwann später. So, Jungs. Ich bin jetzt gerade bei ihrem Auto. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich warte auch schon seit 20 Minuten hier. Keine Ahnung. Also, ich werde jetzt nochmal sie als The Flash. Alter, guck mal. Meine Lippen bewegen sich. Ich dachte gerade, die hört mich. Das wäre übel peinlich. Jedenfalls werden wir sie jetzt gleich als The Flash nochmal irgendwie konfrontieren. Hops, ich weiß gar nicht, was ich machen werde. Irgendwas werde ich auf jeden Fall machen. Aber dafür muss sie jetzt erstmal wiederkommen. Und deswegen bin ich jetzt zu lange am Handy. Wer ist das? Wer weiß jetzt, dass ich... Oder? Sieht er mich? Hat er mich gesehen? Ey, die hat doch gemetert. Wie ist der Typ hier hingekommen? Frauen am Steuer?
Nehmt gefälligst eure Flossen hoch. Ich sprich die Gerechtigkeit. Ich nehme überhaupt nichts hoch. Du verpisst dich, Alter, verstehst du? Ich werde mich nirgendwo hin verpissen. Mach, dass du loskommst. Du hältst jetzt deinen Mund. Krimineller Abschaum. Du bist auch Abschaum. Was hast du hier mit der Dame vorgehabt? Wie bist du hier hingekommen, ohne dass sie geredet hat? Das muss dir doch egal sein. Was suchst du hier? Ich bin die Gerechtigkeit. Und so Leute wie du gehen mir ziemlich gegen den Strich. Ja? Außerdem ist das meine Freundin. Wir hatten da gerade ein Treffen. Und das geht dich gar nichts an, was wir da vorhatten. Deine Freundin, Alter, dass ich nicht lache. Das ist meine Freundin. Und du weißt es genau. Ihr seid so erbärmlich, wisst ihr das? Ihr seid richtig erbärmlich als Supporter. Ohne Scheiß. Oder bist du ein Troller? Ich werde dich jetzt dahin bringen, wo dich keiner findet. Hast du mich verstanden? Und danach werde ich zurückgehen zu meiner Frau. Oh, herrlich. Schön. Fuck. Freust dich jetzt, ne? Nee, im Wasser kann ich nämlich... Oh, scheiße. Voll verarscht, auch im Wasser besitze ich eine äußerst schnelle Geschwindigkeit. Ich habe die böse Befürchtung, dass ihr da gerade Metagaming betrieben habt. Von oben einer, ne? Auf jeden Fall mach mal Metagaming, weil du es bist. Da macht ihr gerade Metagaming, hab ich sie gerade gehört? Das ist doch die Frau von vorhin. Die war im Hintergrund, aber alles gut. Das ist, so ist das also. Sie meinte gerade, ich wäre einer von oben. Du sagst, ihr macht kein Metagaming. Irgendwas geht da für mich nicht auf, weil du bist zu ihr gekommen, ohne dass ihr im Spiel geredet habt miteinander. Logische Schlussfolgerung. Es wird Meta gegamed. Ja, also irgendwie bist du nicht ganz sauber, oder? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, dass du mich gerade versuchst zu verarschen. Aber naja, lass mich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Meine Geschwindigkeit ist unübertrefflich. Es gibt hier keinen, der so schnell rennt wie ich. Und so kriminellen Gangabschaum wie dich esse ich morgens zum Frühstück. Und deswegen werde ich dich jetzt direkt bei der Polizei abliefern. Hast du mich verstanden? So wie deine Frau vorhin. Schön also weich gekocht im Knast. Weißt du, was ich Knast. Mit dir mache? Wenn du keine Fähigkeiten mehr hast, ich werde dich so die Schnauze polieren, du Affe. Ich sehe nicht häufig welche, die so OOC-Mad sind wie du. Du bist OOC-Mad, ja. Ich glaube sogar, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du nicht nur OOC-Mad bist, sondern ein OOC-Latte bist. Und das finde ich ekelhaft. Echt? Meinst du? Leute wie du widern mich an. Du widerst mich an, Adam. Du bist locker so ein Typ Mensch, der ganze Zeit unter der Decke furzt. Sprichst du von dir selber, oder was? Ich spreche von dir, Deckenfurzer. Ja, von dir sprichst du. Und danach riechst du den schön, ne? Nachdem du schön Decke voll geschissen hast. Du vielleicht, ne? Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß. Auf Wiedersehen, ne? Sag ich dir nur. Ciao, ciao. Oh. Oh, Alter, okay. Was macht ihr hier? Was ist das? Hallo, hört ihr mich? Hey, man hört dich. Alles gut mit dir? Ja, was macht ihr hier? Was sollen wir machen? Warum liegt hier einer tot? Ich weiß nicht. Möglicherweise kannst du das gewesen sein, oder nicht? Ich nehm den mal mit, ne? Aber aus welchem Grund? Hallo? Kollege, du kommst jetzt erstmal schön mit. Ich lass dich jetzt einfach hier. Hey. Was ist denn mit dir? Bist du Flash auf einmal geworden? Was ist? Hä? Was ist denn? Wo hast du unseren Kollegen hingebracht? Ich hab ihn ganz weit weggebracht, dort, wo ihr ihn niemals wieder finden werdet. Willst du was sagen? Wo? Nein. Man sieht sich. Hier ist dein Kollege. Ah, da liegt er. Willst du ihn hochholen? Ich hole euren anderen Kollegen auch mal dazu. Hallo? Bring dich ja mal zu deinen Kollegen, okay? Oha, wohin? Alles warum klar. Liegen beide hier? Ich wünsche euch viel Glück auf eurer weiteren Reise, Jungs. Kein Problem. Man sieht sich. Ich habe euch gerne geholfen. Bro, der ist im Support. Lass Support gehen. Der ist im Support. Ja, wegen Modder. Modder Flash, heißt der. Alles los. Ich wurde von irgendeinem Flash. Ich bin tot gewesen. Auf einmal irgendein Flash kommt und bringt mich auf Ich wurde auch von einem Modder getötet. Ich habe sogar Aufzeichnung. Was labert ihr für ein Quatsch? Ich schwöre auf Gott, ich kann's. Ich schwöre auf alles. Spider-Man-Dinger. Ja, klar. Sehen Sie das? Ich habe nicht. Hallo, Flash? Ja, Junge, ich kann euch da nicht weiterhelfen. Junge, ey, Supporter, er ist bei mir. Ich kann euch da, wie gesagt, nicht weiterhelfen. Wo ist dein Peniskollege? Peniskollege? Ja, dein Freund. Der ist, weiß nicht, ich glaube, der ist gerade nicht da. Also ist euer Problem gelöst? Nein. Also der ist, ist er denn jetzt noch bei euch da? Ja, natürlich, Digga. Bei mir schon wieder tot an meiner Räume. Kann mir das mal einer sagen? Also irgendwie werde ich hier gerade von der Modder gefickt oder was? Ich habe keine Ahnung, was jetzt meint, Jungs. Egal, beende die Situation jetzt einfach. Ja, alles gut. Oder ist er noch bei euch? Der ist immer noch bei uns, der f*** ging gerade. Glenn? Wie bitte?